Rosa-Luxemburg-Stiftung ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Hommage an Rosa Luxemburg. Wir haben heute einen ganzen Tag miteinander mit einer Vielfalt von Veranstaltungen, von Themen, über die wir heute reden, hören, Musik machen, Kultur machen. Also Sie dürfen gespannt sein, was Sie heute hier erwartet. Ja, ich begrüße ganz besonders in diesem Bereich, ich würde Sie alle gerne begrüßen, gestatten Sie mir wenigstens zwei herauszugreifen. Ich freue mich sehr, dass die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die Abgeordnete der Linken, Frau Petra Pau, heute hier ist. Herzlich willkommen, Petra. Ja, und ebenso gerne und oft Gast auf der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, dann natürlich, ist der Bürgermeister aus Berlin, Klaus Lederer. Herzlich willkommen. Ja, dieser Rückblick auf 100 Jahre Novemberrevolution, 100 Jahre Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands und natürlich auch den 100. Todestag von Rosa Luxemburg in Kalibnicht, das ist so ein zentraler geschichtspolitischer Schwerpunkt der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Jahren 2018, 2019. Und dazu gab und gibt es über 250 Veranstaltungen bundesweit, über 60 davon, die nur Rosa Luxemburg oder nur die einzig Rosa Luxemburg gewidmet sind und die damit direkt Bezug nehmen auf unsere Namensgeberin, die Namensgeberin unserer Stiftung Rosa Luxemburg. Natürlich sind wir stolz darauf, denn immerhin sind wir die einzige politische Stiftung, die den Namen einer Frau trägt, einer mutigen, einer streitbaren, einer klugen, einer warmherzigen Frau, den Namen einer konsequenten Demokratin, Sozialistin und Internationalistin. Und unsere heutige Hommage, am fröhlichsten lebe ich im Sturm, soll an Rosa Luxemburg erinnern und ist ein Höhepunkt für eine lange Reihe von Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Aber wir wollen nicht nur an eine außergewöhnliche historische Persönlichkeit erinnern, sondern wir wollen uns gemeinsam mit Rosa Luxemburg Fragen zuwenden, die wir uns heute stellen müssen und auf die wir Antworten suchen. Wir meinen, dass viele Anregungen, die Rosa Luxemburg gegeben hat, Überlegungen, kritische Reflexionen, wertvoll sind, auch für aktuelle linke strategische Debatten. Dazu gehört ihr Verständnis vom Verhältnis Freiheit und Demokratie, ebenso wie das des Verhältnisses von Parlamentarismus und außerparlamentarischer Bewegung, ihre Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen linker Regierungsbeteiligung, sowie ihre Vorstellung von einem alternativen gesellschaftlichen Modell als lebendigen Organismus in ständiger Bewegung begriffen. Ja, den Tag haben wir gestaltet tatsächlich mit einer Vielfalt von Veranstaltungen, Podiumsgesprächen. Wir werden einen neuen Film heute vorstellen und es gibt Tanz, Musik, also alles, was Sie vielleicht erwarten an diesem Tag. Und natürlich haben wir in den Pausen auch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, die Gelegenheit sollten wir nutzen. Also für jeden und für jede ist etwas mit dabei. Greifen Sie zu. Mein Dank geht an dieser Stelle natürlich an die Kolleginnen und Kollegen aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sich in die Vorbereitung hier ganz stark mit viel Herzblut eingebracht haben, insbesondere an Hanna Wagner, Ulrike Imhoff und Uwe Sonnenberg. Ganz herzlichen Dank an euch und an die vielen anderen in der Stiftung, die sich hier eingebracht haben. Und mein Dank geht natürlich auch an dieses wunderschöne Haus. Ich glaube, das ist die richtige Atmosphäre, der richtige Rahmen tatsächlich für unsere Veranstaltung heute. Und jetzt darf ich an die beiden Moderatorinnen des heutigen Tages übergeben. Britta Steffenhagen, ich freue mich sehr, dass du das übernommen hast. Redakteurin, Journalistin, Schauspielerin, Synchronsprecherin. Ich habe bestimmt jetzt irgendwas vergessen, aber vielen bist du, glaube ich, bekannt tatsächlich als eine der Moderatoren bei der RBB-Abendshow, die wir auch ganz gerne immer mal sehen, seit 2017. Und Johanna Bussemer, sie ist Referatsleiterin Europa in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die beiden werden also heute auch durch den Tag führen. Also, viel Spaß, nachhaltige Eindrücke und vor allen Dingen Ermutigung von heutigen Tag. Vielen Dank.
Ja, ich, oh, schön, schön laut. Das halte ich auch super. Von mir auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, an euch von der, ja, einfach von der Partei, von der Stiftung vor allem, dass ich das machen darf. Ich freue mich sehr, Johanna. Ich finde, es war eine Spitzenidee von dir. Ich freue mich vor allem, dass die Stiftung diese Hommage organisiert hat, weil es mir nochmal die Gelegenheit gegeben hat, mich mit einer Frau zu beschäftigen, die mich nochmal sehr inspiriert hat, auch für meine eigene Arbeit. Dafür danke ich euch, danke ich Ihnen. Ich freue mich sehr auf den Tag heute, der sich wirklich nicht nur Mühe gibt, hoffe ich, sondern also das finde ich, man kann schon im Vorhinein sagen, der es auch, denke ich, erfüllen wird, einer vielschichtigen Persönlichkeit Rechnung zu tragen, die eben so viel mehr war als nur, in Anführungsstrichen, entschuldige Petra, aber nur eine Politikerin zu sein. Rosa Luxemburg war eben auch Philosophin, sie war Dichterin, wir werden Texte hören, die vorgetragen werden von einer herrlichen Schauspielerin, wie ich finde. Viele werden sie vielleicht vom Gripstheater kennen oder Hanna Petkoff werden wir gleich hören. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ich will an dieser Stelle nochmal etwas strukturierter auch unsere eventuell vorhandenen Freunde an dem Livestream begrüßen, die vielleicht zugucken, weil es ist alles sehr heutig organisiert. Es gibt auch einen Livestream, stimmt's, Johanna? Genau, so ist es. Von mir auch nochmal ganz herzlich willkommen. Wir wollen alle, trotz Todestag, haben wir ja schon gesagt, fröhlich sein. Ne? Als wir dieses Event konzipiert haben, haben wir gesagt, es soll eine Ode an das Leben von Rosa Luxemburg sein, die vielleicht auch auf diese Art und Weise noch nie gefeiert wurde. Und deswegen vielleicht auch die etwas ungewöhnliche Zusammensetzung, weil man erstmal denkt, ach, ist doch schade, dass sie sie da abgemordet haben damals, ne? Und sie kurzes Leben hatte. Haben wir gesagt, nee, wir machen es jetzt mal ganz andersrum. Ja, wir feiern eine Party. Wir feiern eine Party zu Ehren ihres Lebens und ihres Wirkens. Kann man. Und ihr seid alle eingeladen, das ist die gute Nachricht. Und dazu vielleicht noch ganz kurz die technischen Hinweise. Ihr wisst, es gibt Versorgungsmöglichkeiten unten im Haus, in den Pausen, drei Schwestern. Es gibt auch draußen nochmal Versorgungsmöglichkeiten. Jetzt beginnen wir aber so richtig. Genau. Wer sich noch nachhinein informieren will, es gibt eine super Webseite, finde ich, die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch anlässlich dieser Feierlichkeiten ins Leben gerufen hat, www.rosalux.de. Da gibt es eine, finde ich, sehr interessante Timeline, wo man auch nochmal vergleichen kann, was vor 100 Jahren gerade heute mit ihr passiert ist. Und man sieht sie eigentlich förmlich hier durch die Straßen laufen. Das kann man sich auch immer klar machen, dass sie wirklich hier nicht weit in Friedenau auch gelebt hat, dass sie ja bis kurz vor ihrem Tod und auch mit dem Wissen um ihren Tod hier rumgelaufen ist und ja, ich möchte sagen, fast fröhlich war bis kurz vor ihrem Tod und auch mit dem Wissen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit hat. Und ich finde, das Mindeste, was wir machen können, ist, dass wir deshalb auch fröhlich sind, würde ich eigentlich sagen, in ihrem Sinne. Es gibt auch eine Menge Filme. Wir haben gehört, wir werden heute eine Filmpremiere, praktisch eine Preview von einem Arte-Film sehen, der am 15., also an dem Tag ihrer Ermordung läuft auf Arte. Und heute können wir da schon mal vorgucken, wer dann nicht das altmodische Medium Fernsehen einschalten will, der kann den Film also heute hier sehen. Es gibt aber auch einen russischen Revolutionsfilm, Leuchte mein Stern, wie mir Jörn Schuttrum versichert hat, der Leiter der Fokusstelle Rosa Luxemburg. Es ist der Revolutionsfilm, der russische Revolutionsfilm überhaupt. Der läuft nachher um 15 Uhr und dann läuft natürlich Panzerkreuzer Potemkin. Also Sie, ihr könnt machen, was ihr wollt. Entweder hier zuhören oder da auch noch parallel Filme gucken. Genau. Wir betrauern nicht ihre Leiche, wir feiern ihr Leben, haben wir uns das gesagt. Das ist das Motto der Hommage. Das wollen wir heute, wie gesagt, den ganzen Tag hören. Hanna Petkoff wird uns immer wieder Auszüge aus ihren Texten, aus ihren Briefen lesen, die sehr, sehr schön sind. Wir werden, wir wollen vor allem über Rosa Luxemburg reden. Und ich hoffe, wir schaffen es so, über sie zu reden, dass sie uns auch zum Tun inspiriert. Die Frage, die wir uns jetzt gleich zusammen mit Klaus Lehrer stellen wollen, ist, wie uns eine Frau eigentlich heute helfen kann, also ermutigen kann, im Sinne auch des Titels des Tages heute, laut zu sagen, was ist, würde ich gerne mit Rosa Luxemburg sagen, wie können wir heute eingreifendes Denken und Handeln, eine Maxime von Rosa Luxemburg, umsetzen, in einer Zeit, wo, wie wir alle wissen, wir mit wachsender sozialer Ungleichheit zu kämpfen haben, wo nebeneinander steht Chemnitz und die Unteilbar-Demo, wo Menschen gleichzeitig aufstehen und andere einschlafen. Wir freuen uns, dass Katrin Röckler gekommen ist. Ich weiß gar nicht, wo sie... Ah, da. Ich weiß auch nicht. Ja. Gut, sehr gut. Neben Klaus Lederer, die Präsidentin der Akademie der Künste, zu einem
hoffentlich auch ein bisschen anderen Gespräch mit Klaus Lederer über Rosa Luxemburg. Und ja, jetzt vielen Dank fürs Kommen. Und jetzt freuen wir uns auf Klaus Lederer, unseren Bürgermeister und unseren Senator für Kultur und Europa, das kann man ja schon mal richtig ansagen, zu seinem Beitrag Luxemburg heute, Impulse für die Linke im 21. Jahrhundert. Klaus, hallo Klaus. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist keine ganz einfache Aufgabe, zu dem Thema was zu sagen. Ich hatte vor einigen Wochen ein Interview anlässlich des 100. Jahrestags der Ermordung von Rosa Luxemburg und der Redakteur stellte in dem Gespräch fest, dass Rosa Luxemburg mit der heutigen Demokratie ja sicherlich nicht zufrieden wäre. Und er wollte von mir wissen, ob wir mehr direkte Mitbestimmung bräuchten, also direkte Demokratie. Ich glaube, er hätte sich über ein einfaches Ja gefreut, aber ich habe geantwortet, dass man es sich meiner Meinung nach zu einfach macht, wenn man sich heute hinstellt und sagt, Rosa Luxemburg hätte sich mehr Volksentscheide gewünscht. Es ist in der politischen Auseinandersetzung ein relativ beliebtes Stilmittel, sich auf eine in der Regel tote Ikone oder Autoritätsperson zu beziehen, um die eigene Position zu untermauern. Nach dem Prinzip, Jesus würde die Linke wählen oder diese oder jene Partei, was auch immer. George Washington würde Folgendes über seinen Amtsnachfolger sagen oder Willy Brandt würde sich im Grabe umdrehen, wenn er dies oder jenes wüsste. Nun halte ich es generell für ein ziemliches Himmelfahrtskommando, Aussagen darüber treffen zu wollen, was eine bestimmte Persönlichkeit denken, schreiben oder fordern würde, wenn sie unsere Zeitgenossin wäre, wenn sie also unter völlig anderen Bedingungen und Umständen in einer völlig anderen Gesellschaft aufgewachsen oder sozialisiert worden wäre, als zu ihren tatsächlichen Lebzeiten. Natürlich ist es völlig legitim, eine Forderung aufzugreifen oder eine Position einzunehmen, die vor 100 Jahren auch schon mal irgendjemand eingenommen oder vertreten hat. Nur, ich glaube, es wäre ziemlich anmaßend und spekulativ zu behaupten, diese Person würde das heute vor einem ganz anderen gesellschaftlichen Erfahrungshorizont so oder so ähnlich immer noch fordern, wenn sie unter uns wäre. Es gibt zum Beispiel diese berühmte Stelle im Marx und Engels Kritik am Gotha-Programm 1875, aus dem Menschen heute immer noch ableiten wollen, dass Marx und Engels gewiss Fans von Studiengebühren gewesen wären. Besonders zum Scheitern verurteilt ist eine solche Form der ideologischen Selbstvergewisserung durch Berufung auf eine historische Autorität, wenn es sich bei dieser Autorität um eine Person handelt, die allen möglichen Autoritäten gegenüber ein so konfliktreiches Verhältnis hatte, wie das bei Rosa Luxemburg der Fall war. Wenn ich Ihnen oder euch nun also erzählen würde, welche unumstößlichen Einsichten in die Dynamik des kapitalistischen Weltsystems Rosa Luxemburg in ihren Schriften schon dargelegt habe, welche politischen Gegner oder Verbündeten sie schon vor über 100 Jahren richtig identifiziert habe, dann würde sie mir, säße sie hier auf einem Ehrenplatz im Publikum oder hier vorne und könnte meinen Ausführungen folgen, wohl bestenfalls mit mir im Spott, schlimmstenfalls mit einer sehr scharfzüngigen Polemik begegnen, über deren klugen Sprachwitz Luxemburgs Leserinnen und Leser auch im nächsten Jahrhundert noch kichern müssten, die mich aber dann ziemlich beschämen würde. Wenn eine Vermutung über Rosa Luxemburg als Zeitgenossin mit höchster Wahrscheinlichkeit richtig ist, dann die, dass sie es sehr befremdlich gefunden hätte, als sozialistische Säulenheilige dogmatisch angerufen zu werden. Dafür war ihre eigene Auseinandersetzung mit den sozialistischen Ikonen ihrer Zeit, und zwar sowohl den Toten wie Marx, der starb, als Rosa Luxemburg 12 Jahre alt war, ebenso wie mit den Lebenden wie Lenin oder den SPD-Chefdenkern Kautsky und Bernstein, viel zu kritisch und scharf, bisweilen regelrecht unerbittlich. Wenn wir den 100. Jahrestag ihres Todes also zum Anlass nehmen wollen, die polnische Jüdin und Internationalistin Rosa Luxemburg zu würdigen, dann muss diese Würdigung, das gilt bei dieser Person vielleicht noch mehr als bei vielen anderen, notwendig eine kritische Würdigung sein. Ein Andenken, das auch die Geehrte als ehrend empfinden könnte, sollte sie nicht auf einen Sockel stellen und dadurch versteinern lassen. Sie, Rosa Luxemburg, die ihre eigene Position immer in kritischer Auseinandersetzung mit erstarrten herrschenden Ideologien entwickelte, hätte es kaum gutheißen können, einmal selbst als bloße Identifikationsfigur und Stichwortgeberin für Denkfaule herhalten zu müssen. Eine Gefahr, die zweifellos immer dann besteht, wenn die Betrachtung oder gar Verehrung einer Person als Ikone die lebendige Auseinandersetzung mit ihren Schriften und Taten überlagert.
Diese merkwürdige Form der intellektuellen Geringschätzung, nicht trotz, sondern gerade durch die gedenkrituelle Ehrung Rosa Luxemburgs als sozialistische Märtyrerin, war über Jahrzehnte hinweg der dominierende Modus der Beschäftigung mit Rosa Luxemburg in der DDR und in nicht gerade kleinen Teilen der westdeutschen Linken. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Luxemburgs harte Kritik an Lenin und den Bolschewiki zur Erfindung des Luxemburgismus als Schimpfwort führte. Wenn wir Rosa Luxemburgs Werke also nicht als heilige Schriften behandeln wollen, wenn wir ihr Leben nicht als das einer sozialistischen Seligen lesen wollen, gibt es dann dennoch etwas, was wir heute von Rosa Luxemburg lernen können. Bei einigen zeitweiligen Ikonen des Sozialismus sind wir ja heute so klug, sie vor allem als abschreckende Beispiele zu betrachten. Als stetige Mahnung an das, was nie wieder geschehen darf. Sie stehen für blutige Sackgassen auf der Suche nach menschenwürdigen Alternativen zum Kapitalismus. Bei Rosa Luxemburg liegen die Dinge anders. Hier ist man versucht zu glauben, dass eine solche Pervertierung der sozialistischen Idee ihr Umschlagen in blanke Barbarei und Massenmord wie in der stalinistischen Ära mit Rosa Luxemburg nicht zu machen gewesen wäre. Von ihr lässt sich in der Tat einiges darüber lernen, wie ein demokratischer Sozialismus auszusehen hätte. Nicht in fertiger Gestalt, nicht als Blaupause, dagegen hat sich Rosa Luxemburg zeitlebens gewehrt, eher als Prinzip. Auch ohne, dass wir versuchen müssten, die Antworten von heute in ihren Schriften von damals zu finden, wir würden, glaube ich, vergeblich suchen. So wie Rosa Luxemburg wusste, dass der Fortschritt keine gerade Straße ist, wusste sie auch, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigt. So wird man, wenn man zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten auf Rosa Luxemburg blickt, jeweils andere Aspekte herausgreifen und spannend finden. Insofern ist die Beschäftigung mit einem bestimmten politischen und kulturellen Erbe notwendig immer auch ein Spiegel der eigenen Zeit, also unserer heutigen. Ich greife, anders geht es gar nicht, einige Facetten aus dem Leben und Wirken Rosa Luxemburgs auf, die mir für eine Linke im Jahr 2018 bedeutsam erscheinen. Das sind dann weniger spezifische Ansichten in Fragen der tagespolitischen Strategie und Taktik, als vielmehr grundlegendere Dispositionen, die sich durch all ihre Texte, Schriften, Handlungen, Zeitungsartikel, Tagebücher, ja, vor allem durch ihr praktisches Handeln ziehen. Das Erste, was uns heute noch imponiert und was uns sicherlich auch noch inspirieren kann und was in der damaligen Zeit umso revolutionärer wirken muss, ist die scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der Rosa Luxemburg als Frau ihr Recht auf gleichberechtigte Mitstimmung, Mitbestimmung und politische Mitarbeit einforderte und durchsetzte. Dass sie sich nach ihrer Flucht aus Polen an der Zürcher Universität einschrieb, weil nur dort Frauen und Männer gleichberechtigt studieren durften. Dass mit ihr schon um die letzte Jahrhundertwende eine Frau zur Wortführerin einer politischen Bewegung wurde. Allein das macht sie zur Ausnahmepersönlichkeit in einer Zeit, in der Politik in der Regel eine Männerdomäne war. Dieser gelebte Feminismus passt zu ihrer Überzeugung, dass Emanzipation, verstanden als ein Prozess kollektiver Selbstermächtigung der Individuen, eine unverzichtbare Voraussetzung progressiver Gesellschaftsveränderung ist und dass umfassende Demokratisierung deren entscheidender Bestandteil sein muss. Und man kann vielleicht hinzufügen, dass die Emanzipation der Frau für Rosa Luxemburg sowas war wie Teil, wie Bestandteil der allgemeinen Emanzipation und zugleich deren Bedingung. Nicht Identitätspolitik, um das an dieser Stelle auch mal hinzuzufügen. Das leninistische Politikkonzept, Emanzipation mit anti-emanzipatorischen Mitteln erzwingen zu wollen, erkannte sie als Ding der Unmöglichkeit und als Selbstaufgabe der Linken. Denn wenn wir nur eine einzige Lehre aus der Geschichte linker Bewegungen ziehen dürften, dann müsste es diese sein, meine ich. Lebendige Demokratie und politische Freiheiten für jede und jeden Einzelnen, das heißt Meinungsfreiheit, Kunst- und Pressefreiheit, Organisations- und Versammlungsfreiheit. Ohne die Absicherung dieser Rechte, so Rosa Luxemburg, ist jeder Sozialismus zum Scheitern verurteilt. Das stand für sie fest und sie hätte sich mit Sicherheit nicht gewünscht, von der Geschichte auf so niederschmetternde Weise Recht zu bekommen. Nur durch, das ist jetzt ein Zitat, uneingeschränkte, breiteste Demokratie könne der Sozialismus funktionieren, schreibt sie in ihren Beobachtungen zur Russischen Revolution. Das bedeutet zugleich, jeder Versuch, ihn zu erzwingen, hieße, seine Idee und ihn selbst als emanzipatorische gelebte Praxis zu verraten. Er könne nur, Zitat, einem wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnis, aus einem
wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnis heraus entstehen, schreibt sie und fährt fort. Ist dem aber so, dann ist klar, dass der Sozialismus sich seiner Natur nach nicht oktroyieren lässt. Und weiter. Das öffentliche Leben der Staaten mit beschränkter Freiheit ist eben deshalb so dürftig, so armselig, so schematisch, so unfruchtbar, weil es sich durch Ausschließung der Demokratie die lebendigen Quellen allen geistigen Reichtums und Fortschritts absperrt. Auch die darauffolgenden Passagen sind berühmt, weil man beim Lesen kaum aufhören kann, darüber zu staunen, wie präzise Rosa Luxemburg die erdrückende Herrschaft einer Bürokratenkaste und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben schon vor 100 Jahren beschrieben hat. Die Lektüre dieses und weiterer ihrer Texte zeigt uns, welche Ahnung Rosa Luxemburg schon damals davon hatte, dass Emanzipation und Demokratie so, wie es sich im frühen revolutionären Russland bereits abzeichnete, nicht zu machen ist. Weit davon entfernt, die formale Freiheit und Gleichheit, wie sie die bürgerliche Gesellschaft bietet, als bloßen bourgeoisen Plunder abzutun, den man im Sozialismus getrost entsorgen könnte, weist Rosa Luxemburg darauf hin, dass es darum gehen müsse, diese Rechte materiell zu untersetzen und somit auszubauen, zu vervollständigen. Ich zitiere noch einmal. Wir unterschieden stets den sozialen Kern von den politischen Formen der bürgerlichen Demokratie. Wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und Unfreiheit unter der süßen Schale der formalen Gleichheit und Freiheit. Nicht um diese zu verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse dazu anzustacheln, sich nicht mit der Schale zu begnügen, vielmehr die politische Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialen Inhalt zu füllen. Nebenbei bemerkt, wenn heute unter völlig veränderten Verhältnissen leider auch von Teilen der Linken in unschöner Regelmäßigkeit elementare Gleichstellungserfolge und Bürgerrechtsfragen, Stichwort Ehe für alle, als nutzlos oder gar schädlich, weil neoliberal und vermeintlich vom eigentlichen Kampf ablenkend abgetan werden, habe ich den Eindruck, hier war Rosa Luxemburg schon weiter. Ihre Einsicht, dass ohne breitesten demokratischen Diskurs keine erstrebenswerte Gesellschaft denkbar sei, kein geistiger Reichtum und Fortschritt mehr gedeihen könne, lässt sich auch als Mahnung vor jenen doktrinären Verhärtungen verstehen, von denen die linke Ideengeschichte leider alles andere als frei ist. Zu deren tragischsten Kapiteln gehören die sogenannte Sozialfaschismus-These und die selbstverschuldete Spaltung der linken Kräfte. Die Auseinandersetzung um die Frage Reform oder Revolution, die sich vor gut 100 Jahren tatsächlich völlig anders stellte als heute, führte auch zu einer solchen Verhärtung, aus der Rosa Luxemburgs Begriff der revolutionären Realpolitik vielleicht einen Ausweg weisen kann. Revolutionäre oder radikale Realpolitik im Sinne von an die Wurzeln gehend, das müsste heute vielleicht der Versuch sein, transformationsfördernd in die vorgefundenen Kräfteverhältnisse einzugreifen. Leichter gesagt als getan in Zeiten, in denen man schon alle Hände voll damit zu tun hat, die einmal erkämpften emanzipatorischen Errungenschaften vor einem revolutionären Backlash zu verteidigen. Aber genau solche Ansätze einer revolutionären Realpolitik, die Modelle jenseits der kapitalistischen Logik der Kapitalverwertung um der Kapitalverwertung willen aufzeigen könnte, sind für eine Linke heute spannend. Und zwar zunächst einmal völlig unabhängig davon, ob sie sich in Parlamenten in der Opposition oder ob sie sich in Regierungsbeteiligung befindet oder gar für die gesellschaftliche linke Basis jenseits der Institutionen, für die intellektuellen Diskurse, für den kulturellen Streit. Was wir als Berliner Linke seit vielen Jahren für die Gemeinschaftsschule eintreten und diese jetzt auch als reguläre Schulform im Berliner Schulgesetz verankern können, dann tun wir das, weil wir davon überzeugt sind, dass das einen Schlüssel darstellt für die Überwindung einer in der Kindheit angelegten und durch das Schulsystem, durch das mehrgliedrige Schulsystem reproduzierten sozialen Spaltung und Ungleichheit über Generationen. Wenn wir von der Rekommunalisierung von Wohnraum sprechen, wenn wir um den massiven Ausbau öffentlicher Wohnungsbestände, um die Förderung von Genossenschaften und die Stärkung der Mitbestimmung von Mieterinnen und Mietern eintreten, dann deshalb, weil es einen systematischen Unterschied macht, ob Wohnen als Grundrecht anerkannt oder ob Boden und Wohnraum wie jede andere Ware behandelt wird, die man sich leisten kann oder eben nicht. Einfach sind diese Versuche, Alternativen zur Logik der Selbstverwertung des Kapitals durchzusetzen, nun gerade nicht. Angesichts der Dominanz internationaler, ja längst globaler Märkte, die sich dem Versuch der Regulierung durch politische Einheiten, die nach dem Territorialprinzip organisiert sind, den Nationalstaaten,
geschickt zu entziehen versuchen. Wenn die verschiedenen Länder aus zum Teil vielleicht berechtigter Angst vor Exodusbewegungen selbst vor einer sehr mäßigen Besteuerung von Vermögen oder Finanztransaktionen zurückschrecken, müssen wir feststellen, dass die Versuche, dem globalen Kapitalismus mit nationalstaatlicher Regulierung beizukommen, immer schwerer näher werden, zunehmend zum Scheitern verurteilt sind. Von genuinen transnationalen Menschheitsherausforderungen wie dem dramatischen Klimawandel schweige ich jetzt mal ganz. Doch nun, wo internationale Organisationen am dringendsten nötig wären, Übereinkünfte, Verhandlungen, Sicherheitssysteme, erleben wir Rückzugsmanöver in eine vermeintlich heilere und übersichtlichere Welt der Nationalstaaten, und zwar quer über alle politischen Lager. Wie Rosa Luxemburg diese Lage heute kommentieren würde, schwer zu sagen. Wir wissen aber, dass sie Marx und Engels Einschätzung bezüglich der Notwendigkeit der Wiederherstellung eines unabhängigen Nationalstaats Polen widersprach und den bereits existierenden Binnenmarkt für den maßgeblichen Rahmen zur Bestimmung der notwendigen politischen Kampffelder der Arbeiterinnenbewegung hielt. Jeglicher Nationalismus war jedenfalls Rosa Luxemburg fremd. Das entsprang vielleicht nicht gerade einer nüchtern realistischen Einschätzung der damaligen Kräfteverhältnisse, aber es war nicht nur Ausdruck einer im besten Sinne kosmopolitischen Haltung, sondern zugleich Ergebnis ihrer Analyse, dass der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter nur aussichtsreich sein könne, wenn er sich hier innerhalb eines Marktes nicht spalten lässt. Sie beschrieb damit eine Tendenz, die uns heute noch offensichtlicher vor Augen steht und vor der die Linke leider noch viel zu ratlos steht. Die globale Verflochtenheit des Kapitals und die nationale Zersplitterung sozialstaatlicher Abwehrgefechte. Und noch etwas. Neugier, Wissensdurst, das Bewusstsein, nicht allein ethisch angetrieben zu werden, wie sie das mit ihrem Begriff der Sanftheit umschrieben hat, sondern auch auf einer analytischen Grundlage zu handeln, zu suchen, permanent Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen, den intellektuellen Austausch zu suchen, also vor allem eins, nicht denkfaul zu sein. Das war Rosa Luxemburg mit Sicherheit auch, und angesichts mancher intellektueller Diskurse heutzutage wünscht man sich davon dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn ich mir daher zum Abschluss etwas wünschen dürfte für dieses Jubiläumsjahr, dann würde ich mir für die Deutsche Linke und für unsere europäischen Schwesterparteien ein wenig von Rosas Mut wünschen. Mut und Courage, aus einer ehrlichen Analyse den Schluss zu ziehen, hic Rhodus, hic Salta, die Zahnpasta des globalen Kapitalismus wird nicht wieder zurück in die Tube gehen. Wenn wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht einfach jammernd daneben stehen und seine Ungerechtigkeit beklagen wollen, müssten wir doch dafür kämpfen, ihm langfristig globale Demokratie und soziale Menschenrechte entgegenzusetzen. Eine Idee, die uns heute radikal erscheint, nämlich ein soziales, ein demokratisches und geeintes Europa mit gleichen Rechten für alle Bürgerinnen und Bürger, vielleicht eine Republik Europa, vielleicht sogar eine mit Menschenrechten für globale Migrantinnen und Migranten, wie auch immer die aussehen, wäre so gesehen nicht das Ende der Fahnenstange, sondern eigentlich das Mindeste. Ist das angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse ein wagemutiges Ziel? Klar. Aber hätte das eine Rosa Luxemburg abgeschreckt? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus Lederer, besonders auch fürs Mutmachen und für nochmal eine, ich finde, super Zusammenfassung, eine super Grundlage für den heutigen Tag. Ich freue mich jetzt, dass ich Katrin Röggler auf die Bühne bitten darf, Schriftstellerin selber und stellvertretende Präsidentin der Akademie der Künste. Katrin, kommst du hier vielleicht? Genau. Ja, toll, dass du da bist. Klaus ist gar nicht raufgebeten worden, aber er kommt auch mal. Das kann Aline, genau. Nee, weil ich muss erst, ich werde jetzt Frau Röggler zu deinem Text befragen. Hat dir, haben dir vielleicht das, was du von Rosa Luxemburg kennst, oder hat Ihnen das Mut gemacht oder hat Ihnen jetzt Herr Lederer ein bisschen Mut gemacht mit seiner Rede? Ach ja, auf jeden Fall. Moment mal. Ist das jetzt? Ist das, hier? Ja, jetzt, ja, jetzt. Genau. Ja, na, ich fand es ganz gut zusammengefasst, die wesentlichen Punkte, die im Grunde, wenn man sich Rosa Luxemburg heute zuwendet, also ich mache das ja jetzt nicht als Historikerin, sondern denke mir, was ist da sozusagen, wo stehen wir heute? Und das ist ja dann doch erstaunlich, dass viele Fragestellungen einfach von ihr initiiert und vorangetrieben worden sind.
Darunter eben diese drängende Frage, die tatsächlich des internationalen Kampfes sozusagen, wie können wir einem globalisierten Kapitalismus entgegentreten, die mich auch sehr, sehr beschäftigt. Das ist, wir hatten gestern eine Konferenz in der Akademie der Künste, eine Versammlung, da ging es um Europa, und das ist natürlich gerade in diesem Jahr einfach der absolute, im Jahr der Europawahl, die drängendste Frage schlechthin: Wie machen wir da weiter und wie kriegt man, welches Europa wollen wir? Und ich habe Klaus Lederer ja das letzte Mal hier getroffen zur Ausrufung der Europäischen Republik, also European Balkan. Wir haben, also die Europäische Republik existiert bereits, man muss sie eigentlich nur weiter durchsetzen. Also ich habe mal in der Schule gelernt, dass Europa zu dem Zweck eigentlich auch gegründet wurde, also nicht nur zu einer... Ja, also das ist sicher das Ziel gewesen, sozusagen da in die... Das lag vielleicht auch an meinen Lehrern in der da, Schule. Das zu überwinden, das ist, ja, ob das jetzt wirklich so historisch so war, kann, das ist ja jetzt im Moment auch, geht das durch die Presse, ist es ja sehr umstritten. Aber letztendlich, dieser Impuls ging ja auch von der Kunst aus, also von Robert Menasse, auch Ulrike Gero ist jetzt Politologin, aber Willo Rau war auch dabei, also sagen eine Kunstaktion, diese Ausrufung der Europäischen Republik vor 5, 6 Wochen, also vor der Zeit des Schnupfens sozusagen. Aber Sie sagen es, dass es uns im Grunde alle umtreibt, also die alle linke Künstler, linke Politiker, linke Intellektuelle, wie man, was man dem globalisiert. Ich glaube, das ist letztendlich die Frage, die im Raum steht, weil es ja, wir bekommen ja, also das, was ich so schwierig finde im Moment, ist, dass der eine Teil in so einer Art Bestandswahrung gefangen ist, also halten wir fest, was wir noch haben, und der andere Teil ratlos ist und so was, wie kriegen wir das in den Griff, was da im Moment auch von rechts auf uns zukommt, also die ganzen rechtspopulistischen Destruktionskräfte, die sich quer über Europa machen. Die ja auch eine Antwort sind auf eine größere soziale Spaltung, das hatten wir vorhin, also das ist ja letztendlich auch eine Art damit. Im Grunde wiederhole ich jetzt auch die Sachen nochmal, die im Grunde im Raum stehen. Und ich möchte Sie nochmal als eben auch Künstlerin fragen und als Schriftstellerin. Beim Lesen der Schriften finde ich immer wieder so, dass man denkt, sie hat es ja eigentlich alles gesagt, Rosa Luxemburg, also so ging es mir zumindest. Und dann muss man eben auch kritisch, was Sie ja eben auch gesagt haben, sagen, wieso hat die Linke das bisher noch nicht in dem Sinne geschafft, das wirklich klar nach vorne zu stellen, die Antworten, die sie auch gegeben hat. Also gerade dieses, sagen wir mal, diese sanfte Radikalität, die Internationalität. Also eigentlich ist es ja interessant, dass eine Partei, die immer schon die Analyse des globalisierten Kapitalismus durchgeführt hat, also wenn man jetzt Rosa Luxemburgs Schriften liest, heute dem, Sie haben es eben selber in Ihrer Rede nochmal erwähnt, so ein bisschen ratlos gegenübersteht. Wie kann das sein? Weil man sich natürlich immer auch mit den konkreten Gegebenheiten und Kräfteverhältnissen auseinandersetzen muss, in denen man lebt. Und da ist natürlich eine Vorstellung davon, eine Analyse, eine Vorstellung davon, eine pragmatische Utopie ganz hilfreich. Aber sie löst natürlich die Widersprüche nicht auf. Also die große Auseinandersetzung Rosa Luxemburg mit der Sozialdemokratie betraf ja auch das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Also dass die Sozialdemokratie ihrem Selbstverständnis nach über Jahrzehnte eine revolutionäre Partei war, sich aber in den damaligen Verhältnissen des Deutschen Kaiserreichs doch als der politischen Arena, wo die Tagesaufgaben zu klären waren, eingerichtet hatte. Und das ist ja nicht völlig irrational. Also das kann man ihr nun einerseits vorwerfen, auf der anderen Seite war das natürlich eine Reaktion auf die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen. Und die führte dann eben am Ende zu der tragischen Situation, dass als es hart auf hart kam im Jahr 1914, der Kaiser mit seinem "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche" letztlich die Sozialdemokratie mit einbinden konnte in eine spezifische hegemoniale Ideologie. Ja. Und die Auseinandersetzung Rosa Luxemburgs mit den Strategien, mit dem Handeln der Bolschewiki, markiert natürlich gleich auch eine erste Auseinandersetzung mit etwas, was danach nicht nur den Globus mit der Systemauseinandersetzung, sondern aber eben auch die Praxis des real existierenden Sozialismus als verknöcherte, nationale, zum Teil nationalistische, anti-emanzipatorische Unterdrückungsideologie. Und
dass diesen Schatten, diesen langen Schatten, den schleppen wir auch bis heute noch mit uns rum. Genau, jetzt sind wir auch genau in diese bisschen nationalstaatliche versus globalisierte Analyse reingeraten. Ich frage noch mal ein bisschen auch nach, also nach der Künstlerin Rosa Luxemburg oder auch nach der Frau. Ich habe mich gefragt, ob sie, gerade weil sie eben auch mehr war als nur Politikerin, vielleicht gerade deshalb auch Sachen so scharf sehen konnte, weil sie sich eben nicht über ihr politisches Handeln so sehr verwirklichen musste. Also vielleicht, ich wage jetzt mal die steile These, mehr als viele Männer ihrer Zeit oder als Politiker ihrer Zeit, die wirklich sich eben selbst verwirklichen in ihrem politischen Wirken, hatte sie viel mehr einfach ihre Schriften, ihre Ideen. Sie hat so viel, sie hat gemalt, sie hat, also hatte einen, mir kam das so, dass sie so ein reiches anderes Leben hatte, dass sie sich wirklich mehr auf die Inhalte konzentrieren konnte als ihre meisten männlichen Kollegen. Naja. Was würden Sie also das ist eine, ich denke mir, es ist eine vielschichtige Geschichte, weil es ja, sie war ja auch sehr viel im Gefängnis, also das ist ja auch nicht so der Ort, wo man vielleicht so agieren kann, aber tatsächlich sie hat sie ja auch eine ganz lange Geschichte, die, in der sie sich, das ist schon klar, in der sie sich da ja auch schreibend betätigt hat, und es ist auch sicherlich eine Praxis, die hilft, zum einen etwas zu machen, was vielleicht für jeden Politiker, jeden Politikerin wichtig ist, die Selbstkritik, also sagen da auch seinen eigenen Standpunkt zu klären, zu wissen, was in dieser schriftlichen Praxis ist, ist die Möglichkeit natürlich auch sich einer gewissen Instrumentalisierung zu erwehren, aber auch sich Gehör zu schaffen, und das ist ist eine ganz wichtige Sache. Ob das jetzt mit der Aktion, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ja, also was, aber steht Künstler eine andere Mittel zur Gesellschaftsanalyse zur Verfügung natürlich, als Machtpolitiker? Natürlich, also ich würde das heute auf jeden Fall sagen. Es ist ein ganz wichtiger, Punkt, dass das hat eben mit diesem rhetorischen Raum zu tun, mit der Instrumentalisierungsfrage zu tun, mit dem, dass die Kunst ja in der Lage ist, verschiedene Sprach- und Sprechformen, verschiedene Äußerungsformen in Kontakt zu bringen und auch sinnliche Evidenz zu erzeugen, die nicht quasi mono auf einer Ebene, die sofort eine Erkenntnis produziert, die einleuchtend ist, die ergreifend ist, die auch was eben mit also so dem Gefühl, so eine gute Polemik, genau, das ist auch teilweise auch eine zeitliche Abkürzungsvorgang sozusagen, dass man sehr schnell etwas auf den Punkt bringen kann. Jetzt haben wir über Sprache gesprochen, und das ist ein super. Ich bin Schriftstellerin, deswegen. Freuen wir uns ja auch, dass Sie hier sind, oder haben wir Sie auch eingeladen, gerade als Schriftstellerin. Jetzt haben wir viel eben auch über Sprache gesprochen, und wir haben, Klaus Leder hat ein Zitat von Rosa Luxemburg erwähnt, wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und Unfreiheit unter der süßen Schale der formalen Gleichheit und Freiheit, dass uns das in der politischen Arbeit weiterbringt. Wir freuen uns jetzt, dass Hanna Petkoff auf die Bühne kommt und uns vier Texte liest, unter anderem einen Brief und drei politische Texte. Hanna Petkoff, wir haben es eben erwähnt, Schauspielerin, Dozentin für Schauspiel an der Fritz-Kirchhoff-Schule in Berlin, vielleicht einigen von Ihnen aus dem Krippstheater bekannt oder von Liebling Kreuzberg. Und wir hören jetzt mal den gesamten Text, aus dem dieses Zitat stammt, was ich eben gesagt habe, und noch drei weitere. Vielen Dank. Ich wiederhole das Zitat nicht. Klaus Lederer hat es mir geklaut. Kannst du noch mal? Ich streich's. Wir sind nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen. Das heißt, es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, anstelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen. Nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die Sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats. Jawohl, Diktatur. Aber diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der
Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung. In energischen, entschlossenen Eingriffen in die wohlerworbenen Rechte und wirtschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft, ohne welche die sozialistische Umwälzung sich nicht verwirklichen lässt. Aber diese Diktatur muss das Werk der Klasse und nicht einer kleinen, führenden Minderheit im Namen der Klasse sein. Das heißt, sie muss auf Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der Massen hervorgehen, unter ihrer unmittelbaren Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten Öffentlichkeit unterstehen, aus der wachsenden politischen Schulung der Volksmassen hervorgehen. In den bürgerlichen Revolutionen waren Blutvergießen, Terror, politischer Mord die unentbehrliche Waffe in der Hand der aufsteigenden Klasse. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors. Sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft. Weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minderheit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes, die berufen ist, die geschichtliche Mission zu erfüllen und die geschichtliche Notwendigkeit in Wirklichkeit umzusetzen. Blut ist in den 4 Jahren des imperialistischen Völkermordes in Strömen geflossen. Jetzt muss jeder Tropfe dieses kostbaren Saftes mit Ehrfurcht in kristallenen Schalen gehütet werden. Rücksichtslose, revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit. Dies allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muss umgestürzt werden, ja, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage. An Leo Jogiches, ihren langjährigen Geliebten, schrieb sie in einer der vielen Krisen: Du hast natürlich recht, dass wir schon seit längerer Zeit jeder ein eigenes geistiges Leben führen. Aber das hat keinesfalls in Berlin begonnen. Wir hatten uns schon in Zürich seit Jahren geistig entfremdet. Besonders die beiden letzten Jahre meines Aufenthalts in Zürich haben sich in meiner Erinnerung dadurch eingeprägt, dass ich mich furchtbar einsam fühlte. Doch nicht ich war diejenige, die sich vor dir verschloss und sich abschirmte. Ganz im Gegenteil. Du fragst, ob ich mich niemals gefragt habe, wie du wohl lebst, wie du dich wohl innerlich fühlst? Dazu kann ich nur bitter lächeln. Oh ja, ich habe danach gefragt, tausende Male, und nicht nur mich, sondern auch dich, laut und eindringlich. Aber ich bekam zur Antwort, dass ich dich nicht verstehe, dass du auf mich nicht rechnest, dass ich dir nichts geben kann, etc. Bis ich aufhörte zu fragen und durch nichts verriet, ob ich überhaupt etwas sehe oder mich für irgendetwas interessiere. Du schreibst, wie ich denken konnte, dass du von jemand anderem in Anspruch genommen bist, wo doch keine andere dir weder genügen und dich verstehen könnte. Dass ich im Jahr 1893 anders auf derartige Gedanken reagiert habe, bah, habe ich mich denn in dieser Zeit nicht verändert? Damals war ich ein Kindskopf. Heute bin ich ein erwachsener und reifer Mensch, der sich ausgezeichnet zu beherrschen vermag und bereit ist, selbst wenn er innerlich für Schmerzen mit den Zähnen knirscht, davon auch nicht das Geringste zu zeigen. Du willst eben unbedingt nicht glauben, dass ich gereift bin und nicht mehr diejenige bin, die ich vor 8 Jahren war. Der Zustand ihrer Partei, der Sozialdemokratischen Partei, trieb Rosa Luxemburg in die Verzweiflung. 1917 reagierte Rosa Luxemburg geradezu zynisch, was ihr wirklich sehr selten passierte. Vereine, Instanzen, Konferenzen, Generalversammlungen, Kassenbücher, Mitgliedsbücher, das ist die Partei, nach den Scheidemann-Genossen wie nach den Hase-Genossen.
Die einen wie die anderen merken nicht, dass sich Vereine, Instanzen, Mitgliedsbücher und Kassenbücher mit dem Augenblick in wertlosen Plunder verwandeln, indem die Partei aufhört, die durch ihr Wesen bedingte Politik zu treiben. Die einen wie die anderen merken nicht, dass ihr Gezänk und die Frage der Spaltung oder Einigkeit der deutschen Sozialdemokratie deshalb ein Streit um des Kaisers Bart ist. Denn die deutsche Sozialdemokratie existiert heute als Ganzes gar nicht mehr. Stellen wir uns für einen Augenblick vor, dass in der Peterskirche in Rom, in diesem ehrwürdigsten Tempel des christlichen Glaubens, eines schönen Morgens, die Feder sträubt sich fast, es niederzuschreiben, statt des katholischen Gottesdienstes vor aller Augen eine schamlose Orgie, wie in einem öffentlichen Hause entfesselt wäre. Stellen wir uns noch Entsetzlicheres vor. Denken wir uns, dass die Priester bei dieser Orgie ihre Talare, ihre Ornate, ihre Weihrauchgefäße beibehalten würden, die sie früher beim Hochamt gebraucht hätten. Wäre die Peterskirche als dann noch eine Kirche oder wäre sie ganz etwas anderes? Die schlanken Mauern würden freilich noch dieselben sein, die Altäre und die Messgewänder wären die alten, aber voll Schaudern würde jeder nach einem Blick ins Innere zurückprallen und verstört fragen, was in aller Welt ist aus dieser Kirche geworden? Danke, Hanna Petkoff. Hanna, kannst du kurz... wenn ich Hanna Petkoff nochmal auch als Künstlerin fragen darf, ich habe gehört, dass du am Anfang ja doch etwas kritisch Rosa Luxemburg gegenüberstandst oder durchaus deine Vorurteile hattest und durch die Beschäftigung der Texte eigentlich ein Fan geworden bist, wenn ich es mal so lapidar sagen darf. Gab es da einen besonderen Punkt für dich, der dich umgedreht hat? Ja, die Beschäftigung mit Rosa Luxemburg. Ja, ja. Ich mache seit vielen Jahren Lesungen und mit und über Rosa Luxemburg und das hat mich absolut überzeugt. Ich bin Rosa-Fan geworden. Gut, ja. Wow, danke. Die Diktatur des Proletariats besteht in der Art der Verwendung der Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung, wenn ich das mal nochmal rausgreifen darf als Zitat. Also wenn wir uns fragen, was kann Rosa Luxemburg heute, wie kann Revolution heute aussehen im 21. Jahrhundert? Wie machen wir das? Wie verwenden wir die Demokratie für uns am besten? Also ich gehe jetzt einfach mal wieder in die Zeit von Rosa zurück und sage, mein Eindruck ist, sie saß damals genau zwischen den Stühlen einerseits der deutschen Sozialdemokratie und ihres Weges und andererseits der russischen Bolschewiki und ihres Weges. Weil sie beiden vorwarf und beiden entgegenhielt, dass sie jeweils davon ausgehen, dass der gewählte Weg quasi von oben herab über die Leute das sozialistische Himmelreich bringen würde. Sie setzt sich in dem Text zur russischen Revolution damit in einer Schärfe auseinander, die manchen bürgerlichen Kritiker des real existierenden Sozialismusrechts stehen lässt. Und auf der anderen Seite setzt sie sich mit der Verknöcherung, mit dem Apparatesystem, mit der Fixierung an auf Alltagskultur und Selbstreproduktion im vorgefundenen eigenen Kosmos auseinander, den die Sozialdemokratie gepflegt hat. Das heißt, für Rosa Luxemburg war gesellschaftliche Veränderung immer nur als Prozess ewig währenden Lernens breiter Schichten der Bevölkerung denkbar. So, also das heißt, die Veränderung, die Ausweitung sozialdemokratischer Möglichkeiten bis an die Grenze, der Versuch, gesellschaftlichen Fortschritt dadurch zu Wege zu bringen, dass durch einen permanenten Lernprozess des Proletariats, wie sie damals das natürlich ganz deutlich adressiert hat, dass das gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen kann. Und diesem Lernen der Massen hat sie eigentlich auch ihr Leben gewidmet. Und ich weiß nicht, habe manchmal den Eindruck, dass sie am Schluss an der Lernfähigkeit der Massen auch verzweifelt ist, angesichts der Tatsache, dass die Haltung, die sie selbst in den Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie, aber eben auch gegenüber den Bolschewiki vertreten hat, sich dann doch in den letzten Monaten ihres Lebens relativ alleingelassen fühlte, weil die Massen zumindest in der damaligen Zeit nicht diesen Lernprozess vollzogen hat, von dem sie sich selbst gewünscht hätte, dass sie ihn vollziehen. Also sie sind mit dem deutschen Kaiser in den Krieg gezogen. Sie haben danach das Abbiegen des revolutionären Prozesses durch die Sozialdemokraten weitgehend mitgetragen und so weiter und so weiter. Also
dieser Lernprozess, der auf etwas hin oder überhaupt gesellschaftliche Entwicklung als einen dauerhaften, permanenten Einsatz, eine permanente Auseinandersetzung, ein permanenter Lernprozess, die zwei Quellen des Lernens für Rosa Luxemburg, nämlich Lernen aus der Geschichte und den historischen Erfahrungen und Lernen aus der täglichen, praktischen, kollektiven Tat. Das war eigentlich das, was sie zu ihrem Credo gemacht hat. Und das wäre für mich, für eine Linke heute eben auch noch spannend, also gesellschaftszugewandt, die Impulse aus der Gesellschaft aufnehmend, nicht denkfaul sein, nicht im Elfenbeinturm sitzend oder sozusagen in der Seitenecke und die gesellschaftlichen Zustände bejammern, beklagen oder sich sozusagen in so eine Semidistanz zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu bewegen, sondern immer wieder Impulse zu setzen, Wege zu suchen, die Spielräume zu suchen, innerhalb der vorgefundenen Verhältnisse etwas mehr an Demokratie zu erreichen. Und das ist sicherlich das Einfache, was so schwer zu machen ist, wie Brecht sagen würde. Also Nähe zulassen, also jetzt mal blöd gesagt, in Ihrem Fall als Politiker, Nähe zu den Leuten, was immer wieder gepredigt wird und was eben doch selten wirklich gearbeitet, gelebt wird. Also ich glaube, dass das eine der für mich selber wichtigen Erfahrungen und das nach diversen Jahren hier in Berlin, die wir auch in der Opposition massiv an Unterstützung verloren haben, aber eben heute auch durchaus Unterstützung gewinnen können und sogar in manchen Themen, beispielsweise bei der Wohnraumrekommunalisierung, in der Lage sind, sowas wie eine öffentlichen, gemeinsam natürlich mit Leuten aus der Stadtgesellschaft, sowas wie ein öffentliches Zeichen zu setzen, wie öffentlich was voranzutreiben, wie ein gesellschaftliches Problem, nämlich die Wahnförmigkeit von Wohnen, zu politisieren und damit immer wieder auch die Grenzen der Politik selbst in Frage zu stellen. Das ist doch das Eigentliche, also die Mechanismen der Politik nicht als gegeben zu betrachten, sondern darüber nachzudenken, wie man sie transformieren kann, selbstverständlich auf eine demokratische Art und Weise. Ich glaube, das ist die historische Lehre, die uns spätestens seit 89, 90 allen vor Augen stehen müsste als Linke. Und gucken wir nach Lateinamerika, gucken wir irgendwo anders, wo die Säulenheiligen von vor 10 oder 15 Jahren, die Säulenheiligen der dogmatischen Linken, Schiffbruch erleiden in einer Art und Weise und das, was übrig bleibt, sind kryptofaschistische Systeme. Also da muss man sich auch mal die Frage stellen, was ist da im Vorhinein schiefgelaufen und war nicht sozusagen das Anhimmeln und das Projizieren der eigenen Vorstellung, wie Gesellschaftsveränderung stattfinden soll, das stärker das Motiv als die ganz reale, mühvolle Arbeit der Gesellschaftsveränderung. Die Rekommunalisierung des Wohnraums, das halte ich für, also jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage es mal ganz nah, also für mich ist das eines der spannendsten politischen Projekte, die Linke angestoßen hat. Und also ich verfolge das ganz genau und ich weiß es auch von anderen. Also das ist, aber es war so, ich las es und dachte so, jetzt passiert was, geil. Und dieses Gefühl, dass man sagt, das ist das, über was wir alle reden, dass wir in Berlin im Augenblick zu wenig Wohnungen haben, so. Und jetzt macht ihr diese Initiative. Das hat mich gefreut und gleichzeitig hat mich erschreckt, dass ich dieses Gefühl so lange nicht hatte beim Lesen oder Zuhören. Vielleicht weil es sozusagen da so ein konkretes Moment ist. Ich habe schon so meine Probleme, wenn ich so den Begriffsrahmen aufmachen wollte, wenn so schnell von wir die Rede ist, wer sind wir, wer ist das Proletariat? Ich meine, das ist eine Frage, die ich gar nicht mal aussprechen möchte, weil es eh schon so altbacken ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Also wer ist sozusagen dieses Kollektiv, wie organisieren wir uns über Gewerkschaften, also im Bereich des Wohnens ist es wirklich tatsächlich sehr fasslich und Eben. Ich glaube, dass über eine Stadtpolitik auch sehr viel zu machen ist an linker Politik, die deutlich und klar ist, aber es ist, geht dann schon wieder weiter, wenn man dann an die Schulpolitik denkt, also da habe ich ja ein bisschen Einblick und das ist gut gemeint mit den Gemeinschaftsschulen, das fällt mir jetzt als Beispiel ein, aber es ist tatsächlich in Berlin so, wenn ich jetzt nur an die Rüthi-Schule hier in Neukölln denke, die dann, wenn man da wieder ganz konkret drauf guckt, die dann wieder so in einem Sparzwang drin ist, dass sie zu wenig Lehrpersonal hat, abgesehen von der Bausubstanz. Also wenn man da sozusagen ein Beispiel so rausgreift, was ich nur ganz kurz machen möchte, weil ein absoluter Sparzwang auf dem Ganzen liegt. Sie bekommen die Förderungen nur, wenn sie 70% Transfergeldempfänger aufnehmen und so weiter, wo die schöne Vermischung dann schon wieder
ja, verloren geht. Es ist nur ein Beispiel, wenn man sagen, da jetzt mal ranzoomt nochmal. Da gibt es wahrscheinlich auch Gegenbeispiele. Ja, das dazu. Ist ja Aufgabe von aber, Politik, sich realpolitische Gegebenheiten genau. anzugucken und zu sagen, so, dann genau. müssen wir halt die Zahlen ändern. Also ja. ich habe ja keine Lösung. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, naja, dann verändern wir die Prozente. Aber letztendlich, Entschuldigung, dass ich da jetzt mal nochmal rein, ja. will ich ja eigentlich jetzt an diesem Tag, wo wir an Rosa Luxemburg denken, auch eigentlich mehr darauf hinaus sagen, warum funktioniert dieses Kollektivdenken nicht mehr oder gerät dann so ganz schnell ins Nationale, wenn wir nämlich so dieses Wörtchen wir andauernd verwenden und gar nicht wissen, von wem da die Rede ist und wer da gemeint ist und wie sich das organisieren soll. Und mein Problem, es war ganz interessant, dass ich dieses berühmte Vorgespräch zu diesem Gespräch geführt habe, war ich zuerst mal so ein bisschen, wie so redet ein Marsianer mit mir, also so ein bisschen dieses Gefühl der Entfernung, weil ich merkte, dass ich einen ganz anderen begrifflichen Rahmen habe und gar nicht mehr, und wir sind ja heute in einer Situation, da geht es viel um Zivilgesellschaft, es geht viel um direkte Demokratie, es geht viel um, also es sind so ganz andere Ansätze, die da sind und gar nicht mehr in diesem, ja, auch marxistischen Rahmen argumentiert wird, den ich selber noch kennengelernt habe als 17, 18, 19-Jährige sozusagen. Da war ja noch Ende der 80er, Anfang der 90er, war das sozusagen noch viel präsenter. Heute findet man selbst auch in der Akademie der Künste, wenn wir ein Gespräch führen, gar nicht mehr diesen begrifflichen Rahmen, über den wir uns einigen können. Da wird es schwierig mit der Politisierung und mit der Rückführung des Politischen. Kann vielleicht über so ganz konkrete Themen wie Stadt, Wohnraum, das war ja in den 90ern auch schon so, ja, wieder zurückgeführt werden. Also helfen, ein Wir zu schaffen, auf das wir uns dann einigen können. Das ist ja heikel. Ich finde das wahnsinnig heikel. Das findet ja dauernd statt, dass alle von einem Wir reden und niemand weiß, von wem gemeint ist. Und dann wandert es schnell in eine komische Ecke. Das finden Sie, dass immer von einem Wir geredet. Ja. Ich finde nämlich, was ist das? Also, ich finde, dass es eigentlich Gesellschaft. Wir Deutschen, wir. Ich finde, dass alle eigentlich, also die andere Bewegung ist, dass alle total individualisiert sind und eben überhaupt nicht von dem Wir geredet wird, sondern es geht um dich und um deine Familie. Ja eben, aber es ist eben nicht, dass alle ständig von dem Wir reden, sondern es geht um deine eigene Produktion. Also du als Produktionsmaschine bist Modulator deines Lebens und das sollst du machen und das ist total individualisiert. Ich bin auf vielen Podien und auf allen diesen Podien wird andauernd das Wörtchen Wir verwendet. Aber tatsächlich in der Gesellschaft da draußen wird das Wörtchen Wir nur von rechts verwendet, beziehungsweise das Kollektivdenken wird dann eher von rechts praktiziert und nicht mehr. Und ist das ein Problem der Genau, und hat da die Kulturlinke auch versagt bei dem Schaffen dieses, sagen wir mal, weil sie jetzt wie sagen, positiven Wirs oder können. Ich finde, er muss genau hingucken und versagt finde ich ein bisschen hart, weil da würde ich auch sagen, wir argumentieren und denken in den Bedingungen der Gesellschaft, in der wir leben. Also man kann jetzt Wer sagen, wir? Auch, ja, also wir Kulturlinken, ja, also ja. Ja. Um es mal so zu sagen. Okay. Da ist es ja nochmal, jetzt wollte ich. Und das ist auch, ja, das wird dann auch sehr schnell faserig und fahrig und eben nicht mehr genau und nicht mehr klar. Und tatsächlich wäre das vonnöten, da mal so ein bisschen, und das wird ja auch gemacht, da gibt es ja viele theoretische Ansätze, die da von sehr unterschiedlichen Seiten rangehen. Mir fällt das eben, ich wollte es hier eben vermeiden und auch mal darauf hinweisen. Und wenn ich jetzt solche Zitate höre, wo die so reingehen und wir uns da so, ja, das Proletariat und so weiter, aber wer ist das? Und wenn ich dann, mein Problem als Kulturlinke ist ja das. Und das sage ich jetzt auch, weil ich das sozusagen anders in der Akademie so diese Spaltung total erlebe. Ich bin im Grunde ein prekarisierter, hinwurschtelnder Unternehmerin. Ja, das ist sozusagen meine ökonomische Basis und habe im Moment ganz viel mit vielen Leuten im öffentlichen Dienst zu tun, die in einer ganz anderen Welt leben, ja, weil die ganz anders organisiert, also die haben ihr Leben ganz anders organisiert. Und da entstehen ständig Widersprüche. Und allein diese Wahrnehmung, diese ganz konkrete Erfahrung, die ich tagtäglich mache, zeigt mir schon, dass es da ganz schön große Probleme gibt in der, und dass man da wirklich genau hingucken muss. Ja? Und die Frage der Organisation, auch der Repräsentation einfach eine wichtige ist in dieser Gesellschaft. Und dass es nicht in diesem schwammigen, ja, wir wuppen, wir als Stadtgesellschaft, ja, also ja, da geht es vielleicht noch am ehesten, wenn es dann konkret um Wohnraum geht. Vielleicht ist das eine Lösung. Also
Wenn ich von wir rede, rede ich in der Regel von der gesellschaftlichen Linken und zwar in einem durchaus die Widersprüche implizierenden Sinne. Also die Widersprüche gehören für mich dazu. Und ich glaube, dass Diskurse, dass Gesellschaft oder dass Auseinandersetzung um Strategien, um Politik, um linke Politik, quasi die Auseinandersetzung, die Widersprüche und die Offenlegung der Widersprüche in sich tragen. Man muss diese Widersprüche offenlegen. Natürlich besteht ein Unterschied ganz objektiv zwischen beispielsweise dem damals noch existierenden Kulturraum, Selbstverständnis einer Arbeiterbewegung, einer Arbeiterklasse, eines Proletariats im ausgehenden 19. Jahrhundert und der heutigen Zersplitterung der Gesellschaft, der Vereinzelung und so weiter. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass die unterschiedliche individuelle Sicht auf Gesellschaft, wenn es stimmt, ne, dass deine Stellung in der Gesellschaft, deinen Blick auf die Gesellschaft beeinflusst, deine Interessen auch beeinflusst und auch deine Art und Weise, Interessen zu formulieren, beeinflusst, dann gehört eben auch dazu, offen zu legen, natürlich, dass in dieser Gesellschaft Ungleichheit, unterschiedliche Positionen, Ausgrenzung und dergleichen permanent reproduziert werden. Und ich glaube vielleicht, dass Rosa Luxemburg gerade deswegen sowas wie diese Selbstkritik als Lebenslicht der proletarischen Bewegung, das klingt heute pathetisch. Wir können proletarische Bewegung heute vielleicht auch einfach durch Ausgegrenzte oder diejenigen, die sozusagen, oder man formuliert es tatsächlich auch so, diejenigen, die mit den gesellschaftlichen Zuständen nicht zufrieden sind und sie verändern wollen und die gemeinsam danach suchen, was kann eine gemeinsame Basis des Handelns sein. Da wird es auf unterschiedlichen Baustellen vielleicht auch unterschiedliche Allianzen geben. Also ich werde möglicherweise um die Befreiung der Homosexuellen, ja, also um LGBT-Rechte werde ich vielleicht die katholische Kirche jetzt nicht unbedingt als erstrangigen Partner haben. Mhm. Bei sozialer Gerechtigkeit sieht das vielleicht schon anders aus. Also die Bündnisse sind vielleicht auch gar nicht so homogen. Deswegen meinte ich vorhin, diese demokratischen Freiheitsrechte, die Luxemburg betont, sind im Grunde die Schaffung des Raumes, in dem die Auseinandersetzung um die Frage, wer sind wir eigentlich und wofür kämpfen wir hier gerade konkret, überhaupt ermöglichen. Sie sind sozusagen die Conditio sine qua non, damit eine solche Auseinandersetzung überhaupt stattfinden kann. Und jeder, der das versucht abzutöten, einzuhegen, einzuordnen, einzugrenzen, macht sich letztlich nach Rosa Luxemburg schuldig daran, dass die Linke in der Defensive bleibt. Jeder, der dogmatisiert, genau, der versucht, zu schlichte mechanische Weltbilder zu reproduzieren, der sagt, die da oben, und da wird es ja dann auch relativ schnell holzschnittartig, und rechts, also da ist es ja dann auch relativ schnell ein Kapitalbegriff, bei dem Himmel Angst wird, wenn man anfängt, die Kapitalisten zu personifizieren und gesellschaftliche Verhältnisse auf einzelne Menschengruppen zu projizieren. Ja? Also deswegen, diese Suchprozesse, die gehören für mich mit dazu, und man kann Rosa Luxemburg, also man muss ja nicht die Begriffe der damaligen Zeit, sondern man kann ja versuchen, diese Begriffe in die heutige Zeit zu übertragen. Wenn einem das gelingt, dann kann einem das herangehen, dieses Verständnis von gesellschaftlicher Reproduktion als Prozess, der auch Veränderungen ermöglicht, der auch Veränderungsoptionen offenbart oder vielleicht sogar hervorbringt, das ist doch für mich, für heutiges Linken, das linkes Denken, das Spannende. Und da gehört aber in der Tat dazu, mit einer ganzen Menge historischen Irrtümern aufzuräumen, die die linke Geschichte eben auch kennzeichnen. Und mein Gefühl ist, dass wir uns mitunter in der Gewinnung von Partnerinnen und Partnern schon deswegen selbst im Weg rumstehen, weil wir uns viel zu sehr am verlorenen Objekt festhalten, weil wir uns viel zu sehr sozusagen uns ist so viel verloren gegangen in den letzten 25 Jahren, wir halten alles fest, was wir festhalten können. Wir haben aber gar nicht mehr den Mut, das Ganze mal beiseite zu räumen und mal zu sagen, hallo 2018. Wir haben eine Historik, wir haben eine Geschichte hinter uns von Irrtümern, wir haben eine Geschichte hinter uns von Versuchen. Und damit mal ehrlich umzugehen, das ist da vielleicht das Rosa-Luxemburgsche Vermächtnis. Also wenn sie irgendetwas immer wieder eingefordert hat, dann schonungslose, ehrliche Offenheit, genau, so schmerzhaft es ist, so enttäuschend es ist, so sehr, wie es wehtut, dann ist heute der Zeitpunkt, spätestens heute, angesichts der Zustände, der Zeitpunkt, doch viel, viel grundsätzlicher in Frage zu stellen, was manch liebgewonnene und historisch mitgeschleppte Restbestand an ideologischen Versatzstücken ausmacht. Und braucht Revolution nicht, wenn ich es jetzt mal, nochmal Applaus für Klaus Lederer. Braucht eine heutige Revolution ein kritisches Wir? Wenn ich es mal so zusammenfasse. Kritisches Wir in dem Sinne, dass wir in unserer Arbeit als Künstler, also wenn ich einen Text schreibe, wenn ich als Schauspielerin auf die Bühne gehe, ich gucke immer, für wen mache ich es? Und in dem Augenblick, also das ist meine ganz persönliche Meinung, die ich jetzt, so sehe ich, sobald ich das nicht tue, mache ich elitäre Kunst, mache ich elitäre Politik. Sobald ich mich also von der Grundvoraussetzung eines Wirs ablöse, also von der Einordnung, von der gesellschaftlichen Einordnung ablöse, bin ich elitär. Also
würde ich sagen. Also auf jeden Fall, ja. Musst du ja immer, also auch als Künstlerin, ein Wir adressieren oder dich irgendwie einordnen. Und je kritischer das ist, umso besser, würde vielleicht Rosa Luxemburg sagen. Ist das dann vielleicht das Revolutionäre, dass wir bei unserem Arbeiten mehr an... Ein kritisch hinterfragtes Wir suchen? Na natürlich, also es ist schon, es geht genau darum geht's. Also mit wem ich zu sagen, ich kann doch nicht, ich schreibe doch nicht für mich allein oder sagen, für habe da überhaupt nicht so eine Position. Ich denke mir, es ist auch ziemlich schnell klar, also ich finde es auch wichtig, als Künstlerin sich klar zu machen, was los ist, sozusagen die Frage, was ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe hier ein Fundstück mitgebracht. Ich dachte ja bis vor kurzem, dass soziale Gerechtigkeit eigentlich so eine Art Wert ist, der alle Parteien nehmen den irgendwie für sich in Anspruch und alle Positionen. Aber nein, es ist vielleicht auch mal ganz gut, sich in Feindesland zu begeben und zum Beispiel Oliver Bethe, dem Unternehmenschef des Allianz-Versicherungskonzerns, zuzuhören, der sagt, Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff, ich weiß nicht, was das ist. Das ist sozusagen der, den nicht zu meinem Wir gehört, also ja. Um das jetzt mal so ganz klar zu sagen, er plädiert für den Begriff Interessensausgleich. Ich finde das ganz, ganz spannend, so eine Verschiebung, die da, ich bin ihm eigentlich dankbar, dass er das so deutlich ausgesprochen hat. Ich denke, um zum Wir zurückzukommen, natürlich ist es wichtig, also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Herangehensweise sprechen würde, würde ich immer nach den Machtverhältnissen der Gesellschaft, die mich interessieren, und der gesamten Gesellschaft und natürlich den Begriff der sozialen Gerechtigkeit, würde ich von dem ausgehen. Und in dem Moment habe ich natürlich schon eine sehr abstrakte Vorstellung von einer Kollektivsituation. Und innerhalb von der gilt es, Allianzpartner zu finden und zu sehen, das sind die wechselnden Allianzpartner, die Sie erwähnt haben, nehme ich an, wo kann ich sozusagen da weiterkommen in dem Kampf um diese soziale Gerechtigkeit, aber vielleicht bin ich da selber jetzt auch zu, ist es zu holzschnittartig, wie ich das bringe. Ich finde es immer nur interessant, heute spricht man ja nicht so sehr vom Wir, sondern von den Blasen, in denen wir uns bewegen. Das ist sozusagen, sehe ich als Aufgabe, immer wieder rauszugehen, zu schauen, den Kontakt zu suchen, was ist, wie stimmen diese unterschiedlichen, es sind natürlich in Wirklichkeit keine Blasen, das ist ja auch so eine ideologische Formulierung schon, wie stehen wir da, was kann ich erfahren über dieses Machtkonstrukt, in dem ich da lebe, von anderen und von deren anderen Erfahrungen. Blasen oder und das kann ich als Schriftstellerin leisten. Das ist das, was ich genau hinzugucken, andere Erfahrungsräume auch. Erklären von Blasen, ja. Von Wahrnehmungsblasen. Und weniger sozusagen übersetzen. Diese Wir-Blase, die wir rhetorisch oftmals dann auch meinen, zu suchen. Also ich hab ja so meinen Zweifel, ob der Revolutionsbegriff uns jetzt so unmittelbar überhaupt noch, also man muss dann schon nochmal sagen, was man meint und was man ausdrücken will, wenn man von der ganzen Sache spricht. Ich habe inzwischen manchmal den Eindruck, der Revolutionsbegriff ist inzwischen längst vom Kapital und von der Werbeindustrie okkupiert worden. Also Revolutionen finden bei mir im Augenblick in den Werbepausen statt, wenn die Revolution der Düfte, die Revolution der Kommunikationstechnik, die Revolution des Fahrvergnügens, der Allianz, Chef würde wahrscheinlich sagen, die Revolution der Individual Assurance ausgerufen wird. Also wir sind von Revolutionen umgeben und alle Revolutionen reproduzieren den Status quo. So, auf der anderen Seite haben wir einen Revolutionsbegriff gehabt, der die Arbeiterklasse oder der sozusagen das Denken der Linken, ich bleibe jetzt mal etwas moderner und zwar das Denken der gesellschaftlichen Linken umfasst hat, das so ein bisschen ursprünglich mal ausging davon, man muss nur sozusagen die Schaltzentralen besetzen und die Schalter umlegen und dann findet sich schon alles. Das hat sich ja auch als nicht besonders tragfähig erwiesen und vor allem als besonders nachhaltig. Und da Rosa Luxemburg immer daran gelegen war, an der Geschichte zu lernen, hat sie sich natürlich mit den Revolutionen, die vor ihr lagen, die historisch vor ihr lagen, sehr intensiv auseinandergesetzt und eine ganz interessante Perspektive auf die russische und dann vermutlich auch die Revolution gehabt, eine intellektuelle Positionierung oder Sicht auf die Dinge, deren Zeitzeugin sie unmittelbar wurde, nämlich der, dass sie sagte, die Vorstellung, man legt den Schalter um und plötzlich verändern die gesellschaftlichen Verhältnisse, die man neu eingerichtet hat, auch die Menschen und alles wird gut. Ja, das steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Solchen Unsinn, glaube ich, hat sie immer zurückgewiesen und hat gesagt, es geht eigentlich darum, den gesellschaftlichen Veränderungsprozess möglichst weit nach vorne zu treiben,
Denn die historischen vorgefundenen Verhältnisse, die nach Marx wie ein Alp auf den Hirnen der Lebenden lasten, würde schon dafür sorgen, dass der Backlash wiederkommt und dass ein Teil dessen, was man erreicht hat, auch wieder zurückgedreht wird. Also sie hat sich keiner Illusion, glaube ich, darüber hingegeben, dass es im Jahr 1918 im kaiserlichen Deutschland nicht möglich wäre, den Sozialismus einzuführen. Und sie hat, glaube ich, auch die Vorstellung der Bolschewiki, dass das so ginge, für völlig naiv gehalten. Insofern, was für einen Begriff von Revolution, wenn man Rosa Luxemburgs Denken zugrunde legt, haben wir denn dann heute? Den tatsächlich dieser radikalen Realpolitik, also den gesellschaftliche Entwicklung in einem Transformationsprozess voranzubringen. Und da gehört die Kritik, die permanente Selbstreflexion natürlich unbedingt mit dazu. Also da sind wir dann wieder bei der Lebensluft gesellschaftlicher Linker, also auf die sie angewiesen sind, wie der Fisch aufs Wasser, ohne die man nicht leben kann, ohne die man eigentlich nicht existieren kann und ohne die man Gesellschaft auch nicht vorantreiben kann. Selbstreflexion. So. Selbstreflexion als permanenten Prozess des Ganzen und vor allem bei jedem politischen Schritt, den man geht, die Begrenztheit auch offen zu legen. Beispiel genau. Gemeinschaftsschulen. Ja, na ja. Klar, muss ich sagen, solange die Steuerungerechtigkeit, solange der Reichtum, Armutsklav in unserer Gesellschaft so ist, wie er ist, solange die öffentlichen Kassen verhungern und der private Reichtum wächst, werden wir keine idealisierte Schullandschaft einrichten. Es gehört zusammenzudenken. Also wir müssen, wenn wir die Verhältnisse für Menschen, wenn wir für breite Schichten der Bevölkerung die Gesellschaft zivilisieren wollen, gehört soziale Gerechtigkeit, gehören eine andere Form der Verteilung von Armut und Reichtum zwangsläufig dazu. Und das heißt, eine Linke, die regiert, eine Linke, die nicht regiert, eine Linke, die auf die Straße geht, muss immer sich der Begrenztheit ihrer Spielräume permanent bewusst sein und muss sie mitthematisieren, weil nur so öffentliches Lernen, weil nur so die Weiterentwicklung eines gesellschaftlichen Diskurses, den man immer braucht und eines gesellschaftlichen Drucks überhaupt möglich ist. Und das ist auch in den Zeiten von Globalisierung immer wichtiger geworden, Sachen offen zu legen als Möglichkeit des gesellschaftlichen Lernens, weil es wirklich teilweise immer schwerer zu durchschauen ist, was ich eigentlich, muss, also... kann das ergänzen? Wer zahlt Steuern, wer zahlt keine Steuern? In einem globalisierten Rahmen kann ich gesellschaftliche Verhältnisse auch nur noch international betrachten. Das heißt, ein national bornierter Rahmen, ein Blick auf die eigene Politik, kann eigentlich aus meiner Sicht schon gar nicht mehr links sein. Wer sich nur noch in seiner Denkweise im vorgefertigten nationalstaatlichen Rahmen bewegt, wer zum Beispiel aktuelle Kolonialismusdebatten nicht begreift, dass die Armut des Südens, der Reichtum des Nordens was miteinander zu tun haben, Klimawandel. Wer nicht begreift, dass das Reproduktionssystem kapitalistischer globalisierter Ökonomie beiträgt zur Verschärfung der Klimaprobleme, ne, und so weiter. Man könnte das Thema für Thema durch. Also eine Linke kann heute eigentlich nur noch internationalistisch sein, weil die Kapitalverwertung längst sozusagen einen globalen Maßstab erreicht hat und weil globale Kapitalströme, globale Abhängigkeiten, globale Herrschaftsverhältnisse auch den nationalstaatlichen politischen Rahmen in einer Weise mit betreffen und prägen. Und Umweltprobleme als der drängsten Probleme unserer Zeit sind auch international. Eine Linke sollte nicht den Fehler der Sozialdemokratie von seiner Zeit machen und nur im nationalstaatlichen Rahmen die eigene Politik definieren und festlegen. Das ist auch, wie ich finde, für die aktuellen Debatten in der Linken kein blöder Ratschlag, wenn man den versucht oder wenn man glaubt, den aus Rosa Luxemburgs Schriften entnehmen zu können. Abschließend nochmal, weil wäre das nicht auch der Kern, den man diesem, ich sage es jetzt mal polemisch, schrecklichen Wir der AfD entgegensetzen kann und sagt, deine Feinde sind eben nicht die, also ich sage es jetzt mal super platt, als dein Feind ist eben nicht der Flüchtling, der kommt, sondern dein Feind ist das globalisierte Kapital, was überhaupt dafür A, gesorgt hat, dass der Flüchtling kommt, beziehungsweise der ist der, der dir das Geld klaut und nicht der Flüchtling, der jetzt, also was wir als Linke immer wieder in irgendwelchen Diskussionen versuchen, wo da aber eben dieser Lerneffekt ja überhaupt nicht eingetreten ist. Also das ist ja, es gibt ja keinen alten, also... Egal, ich lehne mich jetzt noch weiter aus dem Fenster, bis ich vielleicht am Ende des Tages rausfalle. Die AfD ist ja in dem Sinne die altmodischste Haltung, die man im Augenblick haben kann, weil sie eben nationalstaatlich ist, weil sie ein Wir formuliert, was total eingegrenzt ist, also was eben nicht offen ist, was nicht lernfähig ist. Und genauso habe ich dich jetzt verstanden, oder habe ich Sie jetzt, Herr Lederer, verstanden, dass es wichtig ist, dass eben die Linke nicht genauso ein altmodisches Wir vorantreibt, was wir, die Linke, die eben nicht... Ja, semipermeabel... Ich würde mal sagen, also eine Linke kann kein lebt. Homogenes Kollektiv mehr beschwören. Das ist vorbei.
Und egal, das ob es das Proletariat nennt oder das die deutsche Volksgemeinschaft. Also wir sind im Jahr 2018, glaube ich, so weit, wo ein Wir nur noch ein diverses Wir sein kann, nur noch ein vielfältiges Wir sein kann, was Unterschiedlichkeit einschließt. Wenn eine Linke anfängt, sich sozusagen rückzubesinnen auf ein angeblich homogenes Subjekt, ob es sozusagen der ehrliche deutsche Arbeiter oder die fleißige Mitte oder sonst irgendwas ist, haben wir schon verloren, weil wir anfangen zu sortieren zwischen denen und uns. Also dem Wir hier, für das wir tun, für das wir arbeiten, für das wir handeln und den anderen, für die wir uns nicht verantwortlich fühlen. Die Rechte sozusagen macht das auf eine reaktionäre, rückwärtsgewandte Art und Weise, in perfekter Art und Weise an ein imaginäres Wir anzurufen, angeblich homogenes und seine Interessen angeblich repräsentieren zu wollen. Es gibt in der Linken eine Tendenz dazu, das ähnlich machen, aber progressiv irgendwie füllen zu wollen. Also das sind dann sozusagen, was dem Nazi die Volksgemeinschaft ist, ist dem Linken dann das Proletariat, was man anruft. Ich glaube, das ist ein Problem, weil das Proletariat ist, wenn man es überhaupt noch definieren kann, längst international, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich, aber die Frage, die gemeinsamen Interessen zu formulieren und in dem internationalen Rahmen zu versuchen, das voranzubringen, da sind über Weltsozialforen und so weiter immer mal wieder Versuche unternommen worden, aber man kann, glaube ich, nicht umhin feststellen, dass die internationalistische Linke derzeit sehr in der Defensive ist und das ist ein Riesenproblem. Frau Rögler, vielleicht noch eine Anmerkung aus kulturlinker Sicht zu der Schaffung eines kritischen Biers. Irgendwie haben wir es uns jetzt darauf eingeschworen. Die Kulturlinke ist schon am internationalistischsten, würde ich übrigens an dieser Stelle mal sagen. Und vielleicht ist ein Problem, weil ich immer auch gefragt werde, warum beziehen sich heute zu wenig Kulturschaffende auf die Linke? Naja, wenn die Nicht-Kulturlinke, wenn die parteilich organisierte oder die intellektuelle Linke dann eben doch sozusagen ein bisschen was von Verwesungsgeruch umweht, dann würde ich als Kulturlinke auch eher sagen, das ist jetzt nicht, woran ich schnuppern möchte. So, also das ist dann eben auch eine Frage nach dem eigenen Selbstverständnis und nach der Frage, wie strahlt man eigentlich aus, wie ist man eigentlich drauf und kann man also sowas wie eine strikt demokratische, aber eine Hoffnung machen, die Idee von Veränderung auch in der Gesellschaft breiter streuen. Das ist doch das Einzige, wie man einer gesellschaftlichen Rechten auf Dauer was entgegensetzen kann. Also Kunst ist sowieso international. Also das ist irgendwie auf eine Weise ist es ja auch so, gerade wenn man auch jetzt über Europa nachdenkt, ist es ja immer schon so gewesen, dass die Theater beharre darauf, dass es sozusagen kein nationaler Rahmen war, sondern eine transnationale Kunst nur transnational funktioniert und auch nur so im kosmopolitischen Rahmen zu denken ist. Also das ist nicht, und das ist unsere Aufgabe. Deswegen ist die Kunst ja auch für den Kampf um Europa so wichtig und die Kultur so wichtig. Und deswegen, wenn ich so Reden zu Europa höre oder auch selber irgendwie auch mal machen muss, fällt mir halt dann immer auf, dass die Theaterpraxis das schon so lange macht. Und das ist so Alltag, dass man europäisch denkt, dass man vielleicht die Kunst und Kultur doch als Vorreiter sehen kann für eine Praxis, die auch in der Politik nachfolgen soll. Mit einem kosmopolitischen Duft, dem monolithischen Verwesungsgeruch von rechts und links etwas entgegengesetzt. Man kann zumindest sagen, dass der dogmatischen Linken der Kosmopolitismus immer als was Suspektes erschien, immer etwas war, was denunziert wurde, immer etwas, was man irgendwie mit spitzen Fingern anfasste, wenn überhaupt. Ja? Also es war eigentlich immer eher ein Feindbild als eine positive Bezugfläche. Und auf der anderen Seite sind in der linken Geschichte viele internationalistische Ideen verschüttet, spielen überhaupt nicht mehr die Rolle. Also das Manifest von Ventotene, von Altiero Spinelli, in dem die Idee einer europäischen progressiven Union von links definiert worden war. Na mein Gott, wann beziehen wir uns denn auf sowas heute noch positiv? Wann ist denn davon heute noch die Rede? Eigentlich müsste man genau sowas jeden Tag feiern. Und wären das für mich die Anknüpfungspunkte für eine internationalistische Linke? Vielen, vielen, vielen Dank. Viele, viele Fragen noch nicht gelöst, aber wer weiß. Wir sind viele Suchende. Fragen nicht gelöst. Ich habe eine Liste hingestellt, die jetzt irgendwie... Man könnte es nur als mehr internationales... kritisches Hinterfragen und gemeinsames Lernen zur Schaffung eines kritischen Wirs, was ständig erweitert und eingegrenzt wird. Und vielleicht auch noch, um noch mal reinzuhaken, noch vielleicht auch die Sichtbarkeit des Politischen zu erhöhen. Das ist wahnsinnig wichtig, jetzt aus dieser Bestandswahrung und aus dieser Reaktion gegen rechts rauszukommen und und da, das finde ich so unglaublich wichtig. Und deshalb gucken wichtig. Wir auf die Initiative zu Wohnraum. Oder?
Es wäre noch ein bisschen mehr, ja. Aber ich meine, da kann er ja, ist auch seine Aufgabe. Also, einfach, ist ja in Ordnung. Absolut, da entlassen wir ihn auch nicht. Vielen, vielen Dank an Katrin Röckler, an Herrn Lederer, an unseren Bürgermeister. Danke für das Gespräch mit euch. Ja. Immer noch. Danke. Immer noch mehr Fragen als Antworten. Ich glaube, das wird sich auch mit Jörn Schüttrumpf und Florian Weiß jetzt in dem Sinne nicht ändern. Ich bitte Jörn Schüttrumpf, den Historiker und Leiter der Fokusstelle Rosa Luxemburg, auf die Bühne und den geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Rosa Luxemburg Stiftung, Florian Weiß. Ihr habt einige Ehrungen vorzunehmen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, vielen Dank. Eigentlich wollte sie gestern noch auf einer Pressekonferenz sprechen. Und eigentlich wollte sie heute hier sein. Und eigentlich waren wir für den 9. Februar zum Abendbrot verabredet, um anzustoßen auf ihren 85. Geburtstag, Annelies Laschitzer. Nun ist alles ganz anders gekommen. Vorgestern haben wir sie zu. Zu den drei, ohne die wir heute nur einen Bruchteil von und über Rosa Luxemburg wissen würden. Ich meine zum einen Felix Tych, einer der wenigen Überlebenden des Warschauer Ghettos, der die Grundlagen der Rosa-Luxemburg-Forschung gelegt hat. Er starb 2015. Und ich meine Günter Razun. Die meisten dieser Werke gehen auf seine konzeptionellen Arbeiten zurück. Günter Razun und Annelies Laschitzer waren die Köpfe der Werk- und Briefausgaben Rosa Luxemburgs. Annelies hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie Günter Razuns Konzeption umsetze, und sie hat es auch getan. Günter Razun. Ich möchte einigen weiteren danken, die uns ermöglichen, als Rosa-Luxemburg-Stiftung heute auch auf diesen Fundus zurückzugreifen. Ich möchte zum Beispiel nennen Ottokar Luban und Eckhard Müller. Eckhard Müller hat in den letzten Jahren mit Annelies Laschitzer zusammen die Werke weiter bearbeitet. Unter anderen Umständen, Jörn, du hast es angesprochen, hätte ich immer zu Anfang des Jahres einen Besuch von beiden gehabt. Sie hätten mir akribisch ihren Vertrag, den sie mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten, und ihre Werke vorgelegt und hätten gefragt, wie schnell wir das nun endlich veröffentlichen. Also Ottokar Luban und Eckhard Müller ist sehr herzlich zu danken. Auf eine ganz andere Weise, Evelyn, ist dir zu danken, Evelyn Wittig. Und ich möchte nur zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist, Dagmar Enkelmann hat es angesprochen, die Namensgebung 1999. Du warst nicht die Einzige, aber eine maßgebliche Betreiberin, diesen Namen zu wählen. Und das war, glaube ich, weit über nur eine egoistische Markenidentität hinaus ein ganz, ganz großer Glücksfall. Und ich glaube, es war damals nicht abzusehen, in welchem Maße aber auch Rosa Luxemburg an eine bestimmte Bezugnahme auf demokratischen Sozialismus ein Comeback erleben würde. Und wir haben uns heute Ermutigung vorgenommen. Und insofern sollte man diese Entwicklung der letzten 20 Jahre positiv hervorheben. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Und für die englische Ausgabe, die ist hier angesprochen. Peter Judis und andere betreiben sie mit dir. Also wirklich der Versuch, sich auf einen einheitlichen Textkorpus zu einigen. Für beides ganz, ganz großen Dank.
Klaus Lederath in seinem Text auf die Frage Rosa Luxemburgs Stellung zur polnischen Nationalfrage abgehoben. Ich würde mir auch gar nicht anmaßen, ob sie Recht oder Unrecht hatte. Es soll vorkommen, dass sie auch mal Unrecht hatte. Das würde wahrscheinlich derjenige, den ich jetzt in Erinnerung rufen möchte, Holger Pollitt, nicht, ich sehe ihn jetzt heute nicht hier, aber vielleicht kommt er noch im Laufe des Tages. Er hat unser Büro in Warschau aufgebaut, er leitet es jetzt wieder und daneben hat er sich eben einer Reihe von Schriften von Rosa Luxemburg gewidmet und sie übersetzt, die bis dahin im Deutschen nicht zugänglich war. Jörn, ungefähr ein Drittel des Werkes ist im Polnischen geschrieben. Und dies ist ein Beispiel dafür, Nationalitätenfrage und Autonomie und der Versuch, Ihre Haltung dazu zu deuten. Wir haben auch da, du hast es angesprochen, in der Linken eine breite Auffassung von, sagen wir mal, Solidarität für katalonische oder andere Anliegen bis zu strikter Ablehnung der Nation. Holger Pollitt ist also für dieses gesamte polnische Werk von Rosa Luxemburg, das übersetzt zu haben und gedeutet zu haben, ganz, ganz herzlich zu danken. Und dann, ja. Und dann kommst du nicht darum herum, Jörn, dass ich dir danke. Der Preis der Freiheit. Klaus Lederer hat mehrfach von der Denkfaulheit gesprochen, die gelegentlich, ganz selten, auch Linken anheimfallen sollen oder der Linke anheimfallen sollen. Ich glaube, du hast mit diesem Zugang zu Luxemburg, ich lasse mal vieles andere außen vor, erwähne aber mal die gesamte Umfeldarbeit, denn doch Paul Levy oder jetzt der Band zum angeblichen Spartakusaufstand, die Wiederentdeckung, er liegt hier auch aus, eines Untersuchungsausschussberichtes des Preußischen Landtages, der zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, interessanterweise aber von rechts wie einer bestimmten linken Deutung nicht zur Kenntnis genommen werden wollte, weil er nicht in ein Schema passte, rechts wie links. Das sind alles Sachen, die Jörn maßgeblich entwickelt hat. Ich will aber einen Punkt nochmal mit dieser Unbequemlichkeit oder dem Vermeiden von Denkfaulheit aufrufen. Und das ist der Gedanke, das klang eben auch bei dir an, Klaus, der Umgang mit den Widersprüchen. Ich glaube, als Linke, wenn ich dann einen frommen Wunsch zum 100. Jahrestag äußern darf, würde ich mir wünschen, dass wir ein klein bisschen freundlicher im praktischen Umgang miteinander werden. Dass wir aber im intellektuellen Umgang ein klein bisschen unbequemer werden und uns den Dingen stellen, die uns wehtun. Und da den starken Argumenten unserer Gegner widmen und nicht den schwachen. Das ist relativ einfach. Und ich danke dir, Jörn, weil du hast es uns in diesen intellektuellen Dingen nicht einfach gemacht und ich hoffe, du tust das weiter und dafür ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Jörn Schüttrumpf und Florian Weiß. Und jetzt freue ich mich, um nicht zu sagen, wir freuen uns auf Hanna Petkoff nochmal mit einem, wie ich finde, sehr schönen Text von Rosa Luxemburg. An Hans Diefenbach schrieb Rosa Luxemburg aus der Festung Wronke. Sie war seit einem Jahr in Schutzhaft, wie die Militärbehörden das nannten, am 6. Juli 1917. Heute war wieder ein Tag von unbeschreiblicher, unfassbarer Schönheit. Ich pflege sonst um 10 Uhr morgens wieder in meine Bude zu gehen, um zu arbeiten. Heute konnte ich nicht. Ich lag ausgestreckt in meinem Korbstuhl, den Kopf hinten übergelehnt und blickte stundenlang ohne Regung in den Himmel. Riesige Wolken von fantastischen Formen lagerten von allen Seiten auf dem matten Pastellblau, das zwischen ihren zerfetzten Umrissen hindurchschimmerte. Sie waren vom Sonnenlicht ringsherum leuchtend weiß umsäumt, in der Mitte aber von ausdrucksvollem Grau, das in allen Abstufungen vom zartesten silbrigen Hauch bis zum finsteren Gewitterton spiegelte. Haben Sie schon beachtet, wie schön und reich die graue Farbe ist? Sie hat so etwas Vornehmes und Verhaltenes an sich, ist so vieler Möglichkeiten fähig. Und wie wunderbar machen sich diese grauen Töne auf dem pastellblauen Grund des Himmels. So wie ein graues Kleid zu tiefen blauen Augen steht. Derweil rauschte vor mir die große Pappel meines Gartens.
Ihre Blätter erzitterten wie im wollüstigen Schauer und funkelten in der Sonne. Mir schienen diese paar Stunden, wo ich ganz in graue und blaue Träumerei versunken lag, als erlebe ich Jahrtausende. Nur eins quält mich, dass ich allein so viel Schönheit genießen soll. Ich möchte laut über die Mauer hinausrufen: Oh bitte, beachten Sie doch diesen herrlichen Tag. Vergessen Sie nicht, wenn Sie noch so beschäftigt sind, vergessen Sie nicht, schnell den Kopf zu heben und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen und auf den stillen blauen Ozean, in dem Sie schwimmen. Beachten Sie doch die Luft, die von leidenschaftlichem Atem der letzten Lindenblüten schwer ist, und den Glanz und die Herrlichkeit, die auf diesem Tage liegen. Denn dieser Tag kommt nie, nie wieder. Er ist Ihnen geschenkt wie eine aufgeblühte Rose, die zu Ihren Füßen liegt und darauf wartet, dass Sie sie aufheben und an Ihre Lippen drücken. Vielen Dank, Hanna Petkoff. Und wir kommen jetzt zur ersten Pause des Tages heute. 15 Minuten unten gibt es ein bisschen was zu trinken und was zu essen. Wir würden uns so gegen 15 Uhr wieder hier treffen und zu einer Filmpremiere, oder zur Art Preview des Arte-Films Rosa Luxemburg oder der Preis der Freiheit. Und dann erwarten uns noch einige, also zumindest eine Weltpremiere eines Textes heute noch, Tanz, eine Oper aus Buenos Aires. Also ich freue mich, wenn wir uns um 15 Uhr gleich wiedersehen. Bis dann.